Hilfe für Mensch und Tier, das ist das Motto von Equivent und das ist auch das Motto von Ehrfurcht e.V. Ein kleiner Verein hier in Niederwerbig, Brandenburg, Deutschland, den wir auch in Zukunft unterstützen werden. Mein Name ist Moica Domes. Wir sitzen gerade in unserem Zuhause, an unserem Vereinssitz in Brandenburg. Ich bin Matthias Domes, ich bin Inklusionsbeauftragter bei der Bundeswehr und wir beide sind die Initiatoren für den Verein Ehrfurcht. Das ist eine Initiative zur tiergestützten Rehabilitation für Einsatzkräfte, sowohl Bundeswehrsoldaten, Polizisten und Feuerwehr oder auch DRK. Die Idee gründet auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin selber posttraumatisch belastet und habe eine lange Zeit mit dieser Krankheit schon verbracht, seit 2008. Und um Soldaten oder Einsatzkräften allgemein Hilfen zu geben, wie man mit dieser Krankheit umgehen kann, mit dieser Belastung umgehen kann, habe ich mit meiner Frau zusammen mir Gedanken gemacht und wir haben diesen Verein dadurch gegründet. Mein Name ist Hauptfeld Webel-Döring. Wir sind hier in der Nähe von Lenin an dem Hauptsitz vom Projekt Ehrfurcht. Irgendwann ist das Maß halt voll von den Sachen, die man erlebt hat. Das ist meistens nicht nur ein Erlebnis, das sind mehrere, die aufeinander folgen. Irgendwann ist dann halt der interne Akku so voll, dass es rauskommt und sich am Anfang sehr deutlich darstellt wie eine Art Burnout-Syndrom. Ne? Dass man den Willen ein bisschen verliert, dass man den Selbstmut so ein bisschen verliert, dass man nicht mehr richtig in den Alltag hineinfindet. Und dafür ist das Projekt Ehrfurcht gedacht, um mit den Pferden zu reflektieren, wie man selber rüberkommt, um in der ganz normalen Gesellschaft wieder anerkannt zu werden. Entstanden ist die Idee in einem kleinen freundschaftlichen Rahmen, weil wir gemerkt haben, dass nicht alle Soldaten abgeholt werden und in eine Rehabilitationsmaßnahme kommen. Deswegen haben wir gesagt oder uns überlegt, einen Verein zu gründen, der alle Leute, so wie auch Angehörige, so wie mich zum Beispiel, abholt und auch in der Hinsicht unterstützt. Ich bin Katrin Götze. Ich bin Mitglied vom Verein Ehrfurcht e.V. Das erst so seit circa einem halben Jahr knapp und aus tiefster Überzeugung und tatsächlich aus Ehrfurcht. Ich habe extreme Achtung vor jedem Menschen, der für uns, für unser Land in den Krieg geschickt wird, schlimme Sachen erlebt, es nicht sagt und trotzdem haben die Menschen ganz schlimme Sachen im Kopf, die wir gar nicht greifen können, die auch ich heute immer noch nicht greifen kann, weil ich auch nicht alles weiß und den Menschen erzählen sehr wenig. Matthias jetzt so zu erleben, ihn auch mal auch zugänglicher. Und er hat es eben geschafft durch Moica an seiner Seite, durch die Tiere. Und ich sehe, wie hilfesuchend diese Menschen tatsächlich sind. Sie gehen aber niemals durch die Straße und sagen, ich bin krank, macht kein Kranker, aber solche Menschen erst recht nicht. So, wir befinden uns jetzt am Ende von Niederwerbig. Das Unterdorf wird es genannt. Hier ist unser Zuhause, unser Vereinssitz, unser Hauptvereinssitz. Hier fangen unsere Koppeln an, die sich dann weiterhin ausstrecken. Hier wohnen wir, unsere kleine Familie, mein Mann und ich. Und dahinter befindet sich dann auch unser Zweitwohnsitz mittlerweile, unsere Scheune, die an die Koppeln angeschlossen ist, die wir jetzt auch zu dem Platz fürs Treffen zum Austausch ausbauen. Die Idee ist Ende des letzten Jahres entstanden und dann hat es natürlich eine Weile gedauert, bevor wir die ganzen bürokratischen
Unterlagen zusammen hatten, über das Amtsgericht, Finanzamt, den Verein gegründet haben und gestartet haben wir Ende Mai. Pferde haben mich in meinem Leben seit dem 7. Lebensjahr begleitet, mit Unterbrechungen, aber dadurch, dass wir uns kennengelernt haben, meine Frau bereits ein Pferd hatte und ich dann auch sowohl mich wieder mit den Tieren beschäftigen wollte, haben wir uns noch ein zweites Pferd dazugeholt und sind aus der Großstadt aufs Land gezogen. Er heißt Indigo. Es ist ein Brandenburger, mittlerweile 19 Jahre alt. Mein erstes eigenes Pferd, der uns jetzt auch hier im Verein unterstützt und unterstützen wird. Ein sehr neugieriges, immer noch sehr verspieltes Pferd, der manchmal auch sehr aufdringlich werden kann, weil ich ihn eben auch ziemlich verwöhnt habe, als ich ihn als Kleinkind bekommen habe. Aber ein liebes, nettes Pferd, der sehr gerne mitarbeitet, aufmerksam ist und auch gerne hilft. Unsere Emily, die ist eine deutsche Rheinisch-Kaltblut-Spitze. Ruhe in sich, aber auch sehr verwöhnt, wie man sieht, und lässt sich auch sehr gerne betütteln und streicheln und ist schon mit ihrer Präsenz sehr dominant. In der Herde, aber auch bei den Menschen, zeigt schon eine große Stärke, bringt die Ruhe in die Sache und ist mittlerweile 15 Jahre alt und auch unser liebes Mädchen. Ja, ich bin Stabsbefehl Mike Teger, wohne praktisch ein Dorf weiter in Nichel und wir sind jetzt hier in Niederwerbig beim Oberstleutnant Dommes, um unseren Verein vorzustellen. Im letzten Durchgang, oder auch hier haben wir es ja auch schon festgestellt, dass die Pferde halt den Patienten, sage ich jetzt mal, spiegeln, ne? Dass die ruhiger werden, sich auch mehr besinnen, machen, tun. Das hatten wir jetzt hier schon ein, zwei Mal gehabt. Hatten wir auch in unserem Durchgang militärisch in Torno auch gehabt. Auch wenn die Leute mal merken, es wird zu viel, gehen die halt zu den Pferden, und kommen wieder runter, ne? Das kann man wirklich beobachten. Und dann sind die mal halt in so einer Phase, wo sie nicht ansprechbar sind, gehen zu den Pferden, beruhigen sich wieder und kommen wieder und sind dann wieder ansprechbar. Also die Pferde sind wunderbar, sage ich jetzt mal, um die, ja, ich sage jetzt mal, Patienten zu spiegeln, ne? Und zur Ruhe zu kommen und ja. Im Endeffekt ist es ja nicht nur das Arbeiten mit dem Pferd, sondern dieses komplette Projekt der Ehrfurcht sieht ja vor auf dem Truppenübungsplatz zurzeit in Linien mit Holzarbeiten, die Leute aus ihrer Wohlfühlzone ein bisschen rauszubringen und denen was anderes nahezulegen. Weil wer von uns geht einfach mal in den Wald und legt einen Baum um? Das darf man gar nicht. Und dann hat man keinen Kettensägenschein, was alles dazugehört. Da ist alles, die Rahmenlage steht. Man geht raus und ist 3-4 Tage mal mit sich selber beschäftigt und muss mit seinen eigenen Händen was schaffen, um das Selbstwertgefühl wieder hochzuschieben. Man macht Holzarbeiten, man kann auch mal raus aus der Sache und irgendwas mit den Hufeisen machen. Also es dreht sich alles um das Pferd und das wird im Endeffekt das Holz mit den Pferden rausgeholt unter fachkundlicher Aufsicht, dass sich da auch keiner verletzen kann. Und vielleicht nimmt der ein oder andere was Handwerkliches und auch was Mentales davon mit. Ich bin Heike Arndt und bin die Mutti von Vincent Arndt und die Schwiegermutti von Tanja. Ich hatte am Anfang leichte Berührungsängste, weil ich immer relativ viel Respekt vor anderen Lebewesen habe, nennen wir es mal so. Es bleibt noch ein Tier, aber dadurch, dass die Pferde relativ intuitiv sind und sich schnell auf die Emotionen von jemand Einzelnen einlassen können, wenn jemand ängstlich ist, merkt man, dass das Pferd auch mal einen Schritt zurück macht lieber, ne? Und noch mal langsam auf einen zukommt. Und man verliert schnell die Berührungsängste. Ne? Das ist einfach eine zusätzliche Bereicherung. Ja. Sowohl für die Betroffenen, als auch eben für diejenigen, die nicht direkt betroffen sind oder eben für die Angehörigen, dass man das zusätzlich zu den üblichen medizinischen Dingen einfach mit nutzen kann und auch nutzen sollte. Ja, und es ist halt auch ein ganz, ganz anderes Umfeld, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Es ist halt nicht steril wie in einem Krankenhaus oder wenn ein Arzt mit einem spricht, sondern es ist halt auch sehr viel Erfahrungsaustausch, sehr viel Natur, die einen so oder so erdet. Ja? Und dann kommen die Pferde noch dazu, das ist super.
Äquivent verfolge ich schon seit einer längeren Zeit und finde die Arbeit, die ihr leistet, auch großartig. Das ist jetzt auch einfach eine Idee gewesen, euch anzuschreiben, irgendwo auch aus dem Respekt, um zu schauen, ob wir eventuell auch euch helfen können, im Sinne von betroffene Pferde zu übernehmen, die dann betroffenen Menschen helfen werden. Wir wissen, es gibt viele, wir wissen, es gibt mehr als genug und wir würden gerne ein schönes Zuhause den Pferden bieten, die dann die Möglichkeit haben, sich hier zu entwickeln, anzukommen und dann auch den Menschen zu helfen. Hier sind wir jetzt auf unserer Koppel, neben unserem alten Unterstand und hier entsteht demnächst ein neuer, weil wir auch ein neues Pferdchen erwarten oder noch mehr und wollen natürlich, dass die alle gut unterkommen und es sauber und ordentlich und luftig haben. Aktuell werden für das Therapiekonzept hier 2 Pferde eingesetzt. Das ist für die Ziele von dem Ehrfurchtverein etwas wenig und es sollen in den kommenden Wochen und Monaten mehr Pferde folgen. Hierbei wird Äquivent diesen Verein unterstützen. Es braucht nämlich neue Boxen, es braucht neue Paddocks, es braucht neue Möglichkeiten, diese Pferde unterzubringen. Und da greifen wir dem Verein hier etwas unter die Arme und liefern das nötige Geld, um diese Paddock-Boxen bauen zu können. So, hallo liebe Freunde, nur 11 Wochen später ist es jetzt auch soweit. Ich bin wieder hier im Norden bei dem Verein Ehrfurcht. Heute werden hier die letzten Handgriffe gefertigt an dem Stall, an dem Pferdeunterstand, um den es das letzte Mal ging. Und es wurden auch schon neue spannende Begleitpferde hier auf dem Hof gefunden und wir gucken uns das Ganze jetzt mal heute hier an. Es ist viel passiert, wie du auch sehen kannst. Auch dank Äquivent ist viel passiert. Wir haben tatsächlich einen schönen Unterstand auf die Beine gestellt, der sich hier mit Stolz zeigen lässt. Waren aber natürlich auch anderswo aktiv. Es gab ein Seminar in der Zwischenzeit, eine Mitarbeiterversammlung bzw. Mitgliederversammlung. Wir haben viel organisiert. Es war uns nicht langweilig. Nö, absolut nicht. Und das ist ja auch das, wofür wir das machen und wofür ihr uns unterstützt und das wollten wir gegebenermaßen auch so genau so machen, wie ihr es euch vielleicht mit vorstellt. Ja, das ist eben so, dass wir in den Wald gehen. Wir haben hier ein Stück Wald zur Verfügung. Wenn wir das hier zu Hause machen, dann besorgen wir uns ein Sägewerk, dann haben wir Rückepferde da, die uns die gefällten Bäume aus dem Wald holen. Dann werden die direkt vor das Sägewerk gezogen. Und diejenigen, die mit uns arbeiten, die hier als Patienten da sind oder als Betroffene, die überlegen sich, was sie daraus bauen wollen, haben also vom Einschlag des Baumes bis zur Fertigstellung des Möbels alles von A bis Z selbst zu machen. Und am Ende gehen wir wieder in den Wald und pflanzen neue Bäume. Diesen Unterstand hinten uns haben wir tatsächlich gemeinsam gebaut. Es gab ein paar Aktionstage hier vor Ort, wo viele Mitglieder anwesend waren und wo wir zusammen angepackt haben und das über die Zeit auf die Beine gestellt haben, in der Hoffnung, dass es heute noch fertiggestellt wird. Wunderbar. Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse, wir sind größer geworden, unsere Familie ist jetzt vollständig. Wir haben ja im Sommer 1 unserer Pferde verloren. Dafür durften jetzt 3 neue einziehen, 2 Jährlinge und 1 Pferd aus dem Tierschutz, was wir auch über Äquivent, über die Umwege dann von Kleperstall abgeholt haben. Und das ist unser kleiner, großer Spanier, der uns hier auch glücklich macht. Wir haben eine Homepage, ehrfurcht.net, und sind auch auf Facebook präsent, versuchen aber natürlich uns auch weiter aufzubauen, Instagram-Kanal zu eröffnen und uns auch auf YouTube zu veröffentlichen. Und wenn uns dabei jemand unterstützen möchte, der sich in dieser technischen Welt auskennt, dann natürlich auch sehr gerne. Unterstützer brauchen wir weiterhin, neue Mitglieder, Sponsoren, Spender,